Grüß Gott, mein Name ist Monika Witschemack. Ich bin die Direktorin der Schumpeter-Handelsakademie und Handelsschule. Wir haben heute unseren Infotag und unser engagiertes Team und die Schüler haben ein sehr nettes Programm für heute zusammengestellt. Und ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind und so viele Interesse an unserer Schule haben. Und ich wünsche uns allen heute einen gelungenen Infotag und freue mich, dass das so gut läuft hier. Vielen Dank. Herzlich willkommen zum Infotag der Schumpeter-HAK Wien 13 und ich werde Sie jetzt durch unsere schöne Schule führen. Jetzt stellen wir euch im Einzelnen die Schulzweige vor und unsere erste Station ist die Handelsschule. Die dreijährige Ausbildung in der Handelsschule qualifiziert unsere Absolventen und Absolventinnen für die Berufsausübung und in allen Zweigen der Wirtschaft und Verwaltung sowie für weiterführende Schulen, Aufbaulehrgang und Berufsreifeprüfung. Der neue Lehrplan stellt praktisches Anwenden in den Mittelpunkt. Die Übungsfirma steht als Unterrichtsmodell im Zentrum der Ausbildung. Wirtschaftspartner werden in der Ausbildung mit einbezogen. Das Praktikum im Ausmaß von 150 Stunden unterstützt den Erwerb von Wirtschaftskompetenzen. Unser nächster Halt, die Handelsakademie. Die Handelsakademie dauert 5 Jahre und zeichnet sich durch ihre 4 Schwerpunkte aus. Diese sind Finanz- und Risikomanagement, Informations- und Kommunikationsmanagement, Marketing und Controlling. Die Endstation unserer Schulzweigereise, die Schumpeter-HAK. Die Schumpeter-HAK ähnelt den Grundprinzipien der normalen Handelsakademie. Sie vertieft sich in den verschiedenen Kategorien, nämlich in Entrepreneurship, in der Förderung ihrer Begabungen und in ihrer Facharbeit. Wir befinden uns hier in den Büroräumen der Übungsfirma und werden Sie nun durch die einzelnen Abteilungen führen. Unsere Abteilung Lager und Einkauf ist zuständig für die Lagerbuchhaltung und das Erstellen eines Investitions- und Bestellplans. Okay, also ich arbeite in der Administration. Wir sind verantwortlich für den Post- und E-Mail-Ein- und Ausgang und wir müssen Termine verwalten und ja. Wir sind die Personal- und Organisationsabteilung und sind zuständig für die Gehälter und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Das österreichische Sprachdiplom dient zur Unterstützung der ersten Jahrgänge und ersten Klassen, um die 4 Fertigkeiten in Deutsch zu vertiefen und zu üben. Durch die koordinativen Übungen, die wir mit den Schülern machen, können sie sich besser im Unterricht konzentrieren. Unsere Schule ist die beste Schule, die es gibt, weil sie so viele verschiedene Inhalte bietet auf allen Ebenen. Tolle Allgemeinbildung und auch berufsspezifische Bildung. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir bedanken uns für Ihr Zusehen und wir freuen uns schon auf die vielen neuen Schüler und Schülerinnen. Und für die Leute, die sich noch anmelden möchten, die Anmeldungsfrist ist bis zum 21.02.2014. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.